our struggle is born of chaos. The same chaos that 10 millennia ago seduced 9 lords and their space marine legions, casting the Imperium into rebellion and civil war. Only the boldness of the Emperor and his remaining space marine forces drove the Dark Hordes into the Eye of Terror. For a millennium times 10, they have lurked there, emerging to mount their campaigns against the Imperium. And now, more powerful than ever, the chaos forces of the Dark Lord Zimran strike at the very heart of the Imperium. Moin, ich bin's, euer Anibor. Ich möchte kaum reden, weil diese Musik, da werden Erinnerungen wach. Heute ein Klassiker unter den Warhammer Games. Ich habe ja vor einigen Jahren mal auch auf dem Kanal im Schatten der Goldenen Ratte gespielt. Chaos Gate ist eine ähnliche Ära. Ich glaube, von 97 ist das Spiel. Da war der ein oder andere von euch wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Da haben der Crazy Chris und ich Chaos Gate gespielt. Das Ganze ist möglich durch GOG. Wer GOG nicht kennt, ist von CD Projekt Red. Auch ein Spieleportal, ähnlich wie Steam oder der Epic Launcher. Ursprünglich aber spezialisiert eben auf alte Spiele, um alte Spiele auf neuen Systemen spielbar zu machen. Da gibt es zum Beispiel eben dann auch Im Schatten der Goldenen Ratte oder halt Chaos Gate. Ich warte immer noch auf Dark Ohm. Also, CD Projekt. Nachdem ich schon Cyberpunk verkackt habe, gebt mir wenigstens Dark Ohm. Hauptmann Bernhard. Nichtsdestotrotz, wir spielen mal eine Runde Warhammer 40k Chaos Gate. Ich glaube, ich kann das Spiel einfach gar nicht mehr. Das letzte Mal, da ich das gespielt habe, ist, war es bestimmt 20 Jahre her, oder? Wahrscheinlich ja. Hat aber meiner Meinung nach immer noch mit den geilsten Soundtrack überhaupt. Also der Soundtrack passt einfach zu Warhammer. Wir machen ein neues Spiel. Eine neue Kampagne. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das Spiel ziemlich schwer ist. Bin mir aber nicht sicher. Sind wir Veteranen? Also ein Terminator sind wir auf keinen Fall. Ne? Mighty Hero sind wir wahrscheinlich auch nicht. Wir spielen mal auf Veteran. Struggle has left my forces depleted and under strength. Our supplies are low. Yet we do not journey home, for I have come into possession of information that a relic, predating even the Horus heresies, is to be found on Lyra, second moon of Chimera II. We travel there now, for if the relic is what I believe it to be, the true Concordat Chaosium, it can prove invaluable to our struggle against chaos and its traitors. Even under man, we shall not defer this quest. Our fortune is that we still bear with us 5 brother Terminators from the First Company. And I have ordered my remaining Ultramarines to reconfigure their forces into 5-man combat squads. It is my hope that this shall be enough. Whatever we may face, we make course for the Chimera system. Na klar, Bruder,
Wer auch immer du bist, Bruder. Hier können wir Fahrzeuge anpassen. Unser Squad konfigurieren können wir anscheinend aber gerade nicht. Weil die Musik übertönt ein bisschen das Gerede, oder? So, Recommended Equipment. Sprenggranaten. Heilige Scheiße. Die Soundeinstellungen gehen durch die Decke. Jetzt ist wieder leiser geworden. Machen wir mal ein bisschen leiser. So. Hier haben wir natürlich Terminatoren. Normale Marines. Noch mehr normale Marines. Wir haben einfach unendlich normale Marines. Vehikel haben wir keine, also Fahrzeuge. Warum können wir Combat nicht entern? Ah. Wir können nur einen Trupp nehmen. Ah, und hier können wir die jetzt anpassen. Okay. Also wir haben natürlich standardmäßig hier unsere Frag-Granaten. Wir haben unsere Crack-Granaten. Wir haben Bolter, wir haben Flammenwerfer. Wir haben noch Plasmawerfer, Schwerenbolter, Raketenwerfer. Ihm hier können wir doch mal einen Schwerenbolter geben. Oh, die alten Modelle. Ah, leck mir am Arsch. So sahen früher auch die Modelle beim Tabletop aus, übrigens. No? So, also so sahen die Schwerenbolter-Modelle aus. Ah, ist ja ein Träumchen. Kann natürlich nur eine schwere oder Spezialwaffe nehmen bei einem 5er-Trupp. No? Ist klar. Haben wir irgendwie eine Energiewaffe für den? Nee. Weil ich hätte ihm ganz gerne eigentlich ein Kettenschwert oder ein Energieschwert gegeben, aber okay. Ein alter Tech Marine. Ich werde bekloppt. Ja, so sieht das Ganze aus. Scrollen geht natürlich nur über den Rand. Das ist auch nicht besonders gut. Nein! Bruder! Da haben wir einfach mal geschossen, oder was? Walk, run und decken. Okay, wir gehen mal. Oh, ganz gemütlich hier, gemütlich. Oh, Chaoskultisten. Jede Menge Chaoskultisten. Aimed Shot, Direct Fire hier. Jo, voll daneben. Ja, wir haben, glaube ich, keine Aktionspunkte mehr. Wisst ihr, was geil wäre? Eine Minimap. Ja, geh mal auf Overwatch, Bruder. Ja, kann man hier hin.
So, den wird er ja jetzt aber wohl, oder? Alter! Alter! Warum sind die denn so schlecht? Scheiß Ultramarines, weißt du? Na ja, immer wieder. Ja, komm hier, ne? Laufen verbraucht mehr? Jo! Aber wenn du triffst, dann tut's weh, ne? Wenn du triffst, tut's weh. So, unser schwerer Bolter. Da war wohl nix, oder? Na, der kann auch immer nur einen Schuss machen. Gehen wir auch mal auf Overwatch. Und beenden unseren Zug. Ja, Overwatch, Bruder. Hey. Hey. Wo kommen denn die ganzen Kultisten her, hör mal? Heilige Scheiße, das sind aber einige, ne? Ich hoffe, der Imperator ist mit uns. Ah ja. Wie gesagt, keine Minimap. Oder? Doch. Geht die auch größer? Aha. Ah ja, jetzt. So. Ja. 70, 95. Ist das irgendwie unter Trefferchance? 70, 100? Da war wohl nix. Okay, das hat getroffen. Ah, da hat es ihn dann doch zerfetzt. Wir gehen wieder auf Overwatch. Nein. Dann gehen wir hier ein Stück nach vorne. Oh, vielleicht hätte ich den erstmal rasieren sollen. Was heißt denn 099? Ich weiß halt immer noch nicht so genau, was das alles bedeutet. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, ist halt 20 Jahre her, locker. Und damals war ich jung und dumm und hatte noch viel weniger Ahnung von so Games. Zack, rasiert. Ja, der schwere Bolter ist natürlich... Ist halt ein schwerer Bolter, ne? Da hat so ein komischer Kultistenboy natürlich... Zack, können die nach Hause gehen. Na? Na, der war nix, okay. Ich glaube, wir haben vergessen, mit einem zu gehen, oder? Aber guckt euch das an! Also klar, ist natürlich übelst pixelig. Wobei, bei euch geht's eigentlich. Huch, sorry. Um Gottes Willen. Bei euch geht's eigentlich noch. In der Aufnahme. Hier im Echt. Auf Vollbild. Sieht das wesentlich schlimmer noch aus. Glaubt mir. So, ich glaube, mit dem Kollegen hier unten haben wir gar nichts gemacht gehabt, oder? Komm mal hier rüber. Ja, so aber nicht. Und so auch nicht. Ihr Quatschnoobs. Jo. Er macht wenigstens was. Geh auf Overwatch, Bruder. Wir sehen die Gegner nicht.
Weil hier noch der Schatten des Krieges ist, wahrscheinlich. Also gehen wir auf Overwatch. Wenn ich in meinen 30 Jahren Game was gelernt habe, gerade was solche Spiele angeht, immer Overwatch. Dann bei XCOM, du kannst XCOM komplett gewinnen, einfach nur mit Overwatch. Du musst nie auf den Gegner aktiv schießen. Du kannst das komplette Game mit Overwatch gewinnen. Können wir nochmal? Nee. Ja. Impossible. Lass das mal nicht den Imperator hören, du alter Ketzer. Was haben wir hier denn noch? Mission Objective, Inventory, Next Marine. Ah, okay. Next Enemy. Okay. Weißt du, der Sergeant, ne? Fulvius. Er ist jetzt nicht unbedingt der geilste Ficker. Und das Overwatch funktioniert, glaube ich, nicht, wenn die zu wenig Aktionspunkte haben, oder? Ja, doch klar, Bruder. Da schmeißt er die Granaten. Hat er was gebracht? Nö. Wir können da nicht rauf. Das ist natürlich ungünstig, ne? So, Bruder. Ja. Ah, ist das schön, wenn der Imperator mit einem ist. Ja, es ist okay. Ist impossible. Oh, ich würde sagen, wir chillen uns mal da hoch. Können wir auch gleich. Oh, wir können gleichzeitig mit den Leuten gehen. Müssen wir nicht warten und zugucken. Ja, mit dem Imperator, Mann. Was denn? Ja, dann gehen wir da hin. Unser Sergeant. Bin ich ja immer noch ein bisschen enttäuscht von. Ah, da hat er mal. Da hat er mal. Okay. Er bewegt sich nicht. Dann wird er halt rasiert. So nicht. Bruder, was ist denn mit dir los? Muss erst der schwere Bolter kommen, ja? Muss er kommen? Ja, der sieht den nicht, ne? Wir marschieren. Wie, ne? Ah, da unten anscheinend die zweite Zahl, also zweiten Reihe. Ne, wir haben 90, 100, 20, 10. Die 20 sind anscheinend die Aktionspunkte, die wir brauchen. Genau. So, haben wir rasiert. Ich sehe keine Gegner mehr. Ich würde sagen, haben wir gut gereinigt hier die Gegend. Wir alten Ultramarines. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man hier durch dieses Tor kann. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass dahinter Gegner sind. Wenn das jetzt stimmt und ich mich da wirklich noch dran erinnere, ne? 20 Jahre her, Kenner. Open Door geht gerade nicht. Eigentlich aber kann man die doch aufmachen, oder nicht? Warum geht das nicht? Müssen wir hier irgendwo lang? Nö. Da sind schöne Kisten drin, die gönnen wir uns natürlich. Doch irgendwie ging das auf. Hier?
Lol. Hä? Nö. Was? Ich kann hier malen. Verstehe ich gerade nicht ganz. Brudi, mach Tür auf. Muss ich die aufsprengen oder so? Moment. Throw, drop, throw. Noch eine. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, oder? Ah, so dreht man sich. Probieren wir es nochmal, Bruder. So, jetzt ist hier doch so ein Symbol, oder? Open Door. Das ist, wenn ich mich drehe, nicht. AP2, ja, haben wir. Auf D könnten wir Door open. Geht aber nicht. Hä? Oha. Oha. Aber es ist die einzige Tür, oder? Was sagte das Briefing? Enter the Temple of Chaos. Ja. Anti-plant grenades, heavy bolter oder flamer. Muss ich da doch? Also. Rudi. Komm nochmal zwei Schritte zurück. Wir schmeißen mal weiter Granaten. Okay. Dann schmeißen wir mal eine Crack. Ja, das hat's getan. Tür auf! So, erstmal Overwatch. Gucken, ob da was rauskommt. Oh, ein Chaos Space Marine! Natürlich treffen wir nicht. Da haben wir einmal getroffen. Nochmal. Nochmal. Oh, der Junge, der ist ja komplett. Na? Na? Okay, er macht aber nicht viel. Also kriegt er einen schweren Bolter von Latz. Ja. 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 Komm schon, für den Imperator. Der Imperator ist nicht so richtig mit uns. Ja, tut er. Junge, was hält der denn aus? Komischer Chaos Marine. Och. Oh oh. Und noch Kultisten. Oh, die schmeißen die Granaten. Oh, fuck. Oh. Heilige Scheiße, haben wir Leben verloren. Bruder, rasier. Im Nahkampf hier. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wie kann man denn so schlecht sein? Und warum hält der
Chaos Marine 8 Milliarden Schuss aus. Ja, er hier hat ordentlich kassiert. Oh, dann lad doch nach, Mann. Overwatch. Oder ne, mit ihm brauchen wir nicht. Da kommen wir erstmal noch hier. Ja. Du Verräterabschaum. Bruder. Was will er denn hier? Im Nahkampf? Mit einem Marine? Da wirst du aber weggelatzt. Ha. Ne, so ein Bolter ist kein Witz. Ho. Den hat's aber mal komplett zerrissen da oben, den Boy. Und nochmal. Nix für Chaos. So, rin, hey. Oh, scheiße, da ist noch ein Chaos. Boy. Chaos Marine. No. Na, ja, wobei, hat gar nicht so weh getan. Wenn wir mal ehrlich sind. Ach du Schande. Ach, du willst mich doch verarschen. Lad nach. Schmeiß eine Granate. Das war wohl nichts. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hm, Kenners. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, ich meine mich erinnern zu können, dass das Spiel relativ schwer war. Und einen hart bestrafen kann. Wir brauchen den schweren Bolter da drin. Er ist formationsmäßig natürlich wieder geil, ne? Die schmeißen hier jetzt Granaten rein. Uff. Ah. Ah. Ui, oh, der kam aber aus dem Nix. Ui. Der rasiert ja komplett. Wer bist denn du, Bruder Valorus? Ja, du bist ein wahrer Marine. Der schießt dem halt voll hinten rein. Klar, man kann sich ja ducken in dem Spiel. Oh, voll mies. Oh, das hat richtig wehgetan. Der schießt ihm hinten rein. Hast verstanden? Alte Schwuppe. Also, ich weiß ja nicht, ne? Die halten vielleicht ein bisschen viel aus. Ja, sollen sie deine Soul tasten. Hier, unser Supermann. Och, der rasiert einfach komplett durch, ne? Das interessiert den alles nicht. Der hat den Imperator aber sich einmal komplett durch die Nase gezogen. Aber, ja, klar. So, ich nehme an, wir müssen hier hin.
Wollen aber noch den Loot oben abchecken. Weiß natürlich nicht, ob hier noch Gegner sind. Hinter uns? Bruder? Das war aber nichts, ne? Anderer Bruder? Nee, Freunde, nee. Nehmt euch ein Beispiel an Valorus. Der. Ha? Mit Ansage. Der Junge rasiert einfach. Und... Also ohne Scheiß, der ist die Reinkarnation des Imperators. Ich bin überzeugt. Klang vielleicht ein bisschen ketzerisch. Cool bleiben, nicht direkt die Inquisition anrufen, ja? Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch kein normaler Marine. So, wir gehen voran hier. Ah, hier ist aber gerade nichts mehr. Was? Also manchmal kommen hier irgendwelche Geräusche, ne? Weiß der Geier, was das für Geräusche sind. So. Na komm. Da, oh Scheiße! Jetzt blutet einfach alles, Bruder. Wie sieht's aus? Gesundheit, Oh Valorus, mein junger Gott, knatter dir doch mal ein Medikit rein. So, wir machen das jetzt gekonnt. Oh, der hat den getoo-shottet. Fulvius. Ich war bisher recht enttäuscht von dir. So, seien wir ehrlich. Ja, du warst jetzt nicht so der Knüller. Kann ich auch mal ein Medikit reinknallern. Aber das? Ein Two-Shot gegen den Chaoskrieger? Chaos Marine? Chaoskrieger, anderes Spiel. What? Heavy Bolter, you have spotted ammunition crates with Imperial markings. Ja, da wollen wir auch hin. Na, Loot. Ach du Scheiße, wer schießt denn hier? So, Freunde, looten. Gönn! Was haben wir? Wir haben Flamer Fuel, Normal Fuel, ein paar Raketen, Plasmazellen. Ja, nimm mal ein paar Bolter Clips mit. Jede Menge Granaten. Blendgranaten braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, ob wir die Ausrüstung dann fürs nächste Runde noch haben oder sowas. Deswegen nehmen wir einfach mal mit. So, hier drin wartet doch bestimmt noch. Weiß ich nicht, was für eine Hölle da auf uns wartet. Blutdämon oder so. Naja, Blutdämon nicht. Also so weit erinnere ich mich dann auch noch ans Spiel, dass hier in der ersten Mission kein Blutdämon kam.
Aber es ist ein Chaos Space Marine. Riss den schweren Bolter! What? Halt die Schnauze, du Verräter! Alter! Der frisst einfach die schweren Bolterschüsse, als wären das irgendwelche Lasergewehre von den Quatsch-imperialen Einheiten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Valoros, mein junger Gott. Ja, war nicht schlecht, Valoros. Will ich nicht meckern. Hast gut gemacht. Ja, das war halt wieder weiße. Bist halt kein Valoros. Ach, der schmeißt natürlich wieder eine Granate. Bietet sich an, ja. So. Valoros, willst du? Oh nein. Kein Muni mehr. Valoros. Er kann nicht nachladen? Ach, war das 15? Na dann schwerer Bolter. So, ich meine, hiermit musste man irgendwie was machen. Ah ja, da ist das Relikt. Tja, Victory geclaimed. Tja, Victory. Gar kein Problem. Weißt du, auch nach 20 Jahren weiß ich noch, wie man Chaos rasiert. Ja, der Imperator ist stark in mir, Freunde. Honors. Awarded Honor. Marksman Honor. Und Imperial Laurel. Okay. Wir haben Erfahrung gekriegt, natürlich. Und so ein Zeug. Experience for Killing. Chaos Characters. Ein Killed Chaos Marine. Ach so, das ist Bruder Fulvius. Unser Sergeant. Ja. War, okay, aber ich fand ihn nicht so gut. Bruder Theodotus. Hat jetzt nicht viel gemacht. Bruder Valoros. Er ist ein Veteran, ne? Er wurde jetzt einfach zu einem Veteran gemacht. Weil er so reingefickt hat. Er hat einfach rasiert. 12 Kultisten. Einfach mal weg. Trefferquote von 87%. Ja. Das, Leute, ist ein wahrer Marine. Nicht schlecht. Bruder Seleukus. Oder Seleukus. Na gut, ja, hat einen Marine, Kultisten, ja. Okay. Eieieiei, Freunde. Ach, guck mal, hier musst du noch safen hier. Anyway. Ja. Aber das war die erste Mission von Warhammer 40k Chaos Gate.
Vielleicht gefällt er dem einen oder anderen. Gibt's, wie gesagt, bei GOG. Lasst mal ein Like oder einen Kommentar, ob ihr mehr sehen wollt. Dann mache ich mehr davon. Wie gesagt, das ist ein Stück Erinnerung an meine und unsere Kindheit. Und ich finde es immer ganz nett, einem sowas oder euch sowas näher zu bringen. Wie gesagt, Schatten der Goldenen Ratte war ähnlich. Könnt ihr euch auch einziehen. Playlist gibt es ja auf dem Kanal. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Für den Imperator.